Ich bin Nico. Und ich bin sexy. Aber nicht sportlich. Noch nicht. Denn jetzt fahre ich von Oldenburg nach Berlin mit dem Rad. Über Bremen, Hamburg und dem Elbradweg geht es in die Hauptstadt. Denn dort werde ich mich von einem Hochhaus stürzen. Aber vorher probiere ich noch andere Sportarten. Seht selbst. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Auch für diesen Morgen ein Gedicht aus Hamburg. Weil wir auch in Hamburg waren, war ich auf der Reeperbahn. Hab da einiges gemacht. Es war ja in der Nacht. Und ich muss verraten, ich war gar nicht so beim Doc. Ich habe euch vielleicht so ein bisschen angelogen. Ist ja auch egal, wo ich war. Ihr dürft mir ein bisschen Freizeit lassen, ganz ehrlich. Und ich habe vielleicht eine Typveränderung gemacht, das ist okay, manche finden die Frisur scheiße und darum vielleicht auch, es war toll da und es hat ein bisschen gepiekt, aber es war toll. Ich darf jetzt vielleicht auch nicht so viel Sport machen an Geestag, aber ich zeige euch erstmal, wo ich hinfahre. Ich fahre nämlich von Hamburg nach Geestag. Es geht so an der Elbe lang. An der Elbe, hoffentlich falle ich nicht ins Wasser, denn es darf nicht dreckig werden. Ab dafür. Cool, cooler Nico. Born to be wild. Endlich Wasser. Every night in my dreams I feel you. I feel you. How are you? Why is it so like eine kleine Sünde darf wohl sein. Ice, ice, baby. Das habe ich mir wohl verdient. Nimm nur ein Eis. Ah! Mist! Das tut weh! Aua, aua, aua! Aua! Ein namenloses Joghurt-Eis. Ohne Fett, ohne alles. Auf meiner Abnehmtour. Gen Berlin ist so etwas ideal. Im Sauseschritt geht es im Hochseilgarten. Sackgassen. Wie ein Eichhörnchen werde ich von Ast zu Ast hüpfen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, hier einfach so einen Hochseilgarten in einem Wald zu bauen? Ja, die Idee ist entstanden in Südfrankreich am Mittelmeer. Da war ich mit einem Freund im Urlaub und direkt neben unser Feriendorf war ein winzig kleiner Hochseilgarten mit 10 Bäumen, wurden also miteinander verbunden und da sind Kinder rumgeklettert. Und ich fand das so toll. Dann habe ich gedacht,
daraus könnte man was machen. Und habe dann hier angefangen, zu Hause zu planen und habe dann diesen Plan vorgestellt bei der Stadt, habe das okay bekommen, habe dann ein Jahr lang für die Genehmigung gekämpft und dann habe ich mit meinem Freund ein halbes Jahr hier gebaut, um das fertig zu kriegen. Verschiedene Schwierigkeitsgrade, also kann jeder alles machen, was gibt's denn da so? Ja, alles machen kann jeder nicht, das hängt auch so ein bisschen von Alter ab. Also die unteren Bereiche, zwei Bereiche, da wo alle klettern dürfen, das ist von 6 bis 10 Jahre. Und dann gehen wir in den größeren Parcours, das geht von 11 bis eben so alt wie es geht. Und da sind Schwierigkeitsgrade. Einer Schwierigkeitsgrad ist enorm schwer, das ist die Extremstrecke hier. Wir haben hier praktisch ein Parcours, wenn sie alles klettern, sind 90 Strecken und dann kommen noch mal 10 als Extrem oben drauf und dann sind die Leute fix und fertig. Also ist das Risiko, dass ich runterfalle, gering? Wir sind jetzt 10 Jahre im Einsatz, ist noch nie was passiert. Für diese enorme Kletterleistung übergebe ich hier eine offizielle Goldmedaille vom Hochseilgarten Giesthachen. Damit bedanken wir uns und hat ganz, ganz viel Glück mit eurer weiteren Arbeit. Ja? Dann danke ich ganz herzlich, dass ich hier sein durfte. Ja, wir fanden das ganz toll. Und okay. Ich werde nochmal wiederkommen, danke. Sehr schön. Nico, tschüss. Ja? Du stehst ja mit den Füßen im Wasser. Ja, ich habe feste Füße und ich bin nicht so der Standhafte. Oh Gott, ein Loch. Das ist die Elbe. Endlich an der Elbe. Endlich an der Elbe. Das ist schön. Dann gucke ich mir das weiter an, wie du heute so daherkommst. Was hast du denn um den Hals? Eine Medaille. Ich habe das Gefühl, ich bekomme jetzt bei jeder Sportart eine Auszeichnung. Das heißt, Olympia gerade in Britannien. Für mich wäre es jetzt auch irgendwie mal an der Zeit, dahin zu kommen. Ja, es ist olympiareif, deine Leistung. Das müssen wir ganz klar sagen. Du stehst aber nicht umsonst mit den Füßen im Wasser. Da ist auch was am Bein passiert. Sind da Fische drin? Egal. Sagen wir, ich bin cool. Aber ich bin so cool, dass ich missachte, dass Coolheit auch gleichzeitig heiß sein kann. Und? Es war heiß und schmerzhaft. Wirft es Blasen? Es wirft Blasen. Mein Körper bläst, was das Zeug hält, da irgendwelche Luftballons ans Bein. Also gut, kühlen, 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 kann ich da nur sagen. Dafür ist die Elbe da. Aber dann zur Überraschung heute Morgen. Du hast Kultur auf dem Arm. Ja. Was ist das denn? Ich habe mich von den Hamburgern auf der roten Szene inspirieren lassen und habe mir überlegt, dass ich... Also, ja. Und der andere Arm? Ich hatte nicht genug Geld mit. Komm, Nico, sag uns die Wahrheit. Komm schon. Welche Wahrheit? Es gibt da keine Wahrheit. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wieso? Nico, das bleibt ja dein Leben lang. Ja, aber ich habe mal geträumt, dass ich mit 42 sterbe, also ist es gar nicht so wild. Nun zeig schon. Was ist das? Ja, es juckt auch, wenn es warm ist, aber das ist eben eine Art Strumpf, damit meine Mama wenigstens denkt, dass ich ein bisschen was erlebe. Die hat mit mir telefoniert und hat gesagt, du stell dich nicht so an, sei mal wieder ein bisschen lustig, nicht immer so ein Gesicht, hat sie am Telefon gesagt und dann muss man ja irgendwie dem entgegenwirken. Und da warst du lustig und hast dir ein Strumpftattoo organisiert. Brüller, oder? Aber wie? So, du Brüller, du hast heute die erste Übernachtung über Facebook organisiert? Nicht die erste, es ist die zweite, aber ja. Eine Facebooklerin und Twitterin nimmt mich bei sich auf. Das ist wunderbar, da fehlen ja nur noch ein paar Orte, wo du dann schlafen kannst. Zum Beispiel wäre Bleckede jetzt ganz nett. Oder der darauf folgende Ort, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Irgendwas mit L. Mir fällt es jetzt auch gerade nicht ein. Ich weiß zwischendurch schon gar nicht mehr, wo wir überhaupt sind. Ich weiß auch den Wochentag gerade nicht. Das ist auch gut so. Und deshalb gehen wir jetzt schlafen. Und ich wünsche dir eine gute Nacht, Nico. Ich leg mich dann mal zu Wasser an.